Ich zeige jetzt, ich habe gestern ein Gemälde verkauft und war gerade in Bösner im Künstlerladen und habe Rahmen gekauft, Holzrahmen, alles liegt vor mir. So ein Holzraum, Rahmen, Glaswechselrahmen, hier schon alles. Und jetzt zeige ich gleich, wie ich das alles einrahme. So sieht das aus, so schickes Holzrahmen. Ja, dann Passepartout. Gestern habe ich im Video gezeigt, falls niemand weiß, hier ist Passepartout. Das, dann kommt Bild rein und hier das Gemälde. Das ist ein 10 x 15 cm Gemälde. Kleiner Moment, ich zeige gleich. Ordentlich eingepackt, dass ja nicht so, das ist ein Gemälde, Insekt. Vom Jahr 2020, Tusche, Aquarelle, genau, Tusche, Aquarelle, Aquarell, Wasserfarbe, Wasserfarbe und Tusche. Und jetzt messe ich das nochmal ab. Hier habe ich Lineal endlich gefunden, dass ich genau weiß. Genau, das ist 15. Mal 10,5. 15 mal 10,5. Dann kommen wir nochmal. Das ist größer, als ich dachte. Nein, 4,8. Jetzt kommt genau. Mal 10,5. Mal 10,5. Das vergleiche ich gleich mit. Kleiner Moment, das zeige ich gleich. Hier nochmal Ausdruck aus dem Shop. Alles vorbereitet. Hier steht 10,5, bei mir steht 10,6. Vielleicht ist es doch 10,6. 10,5. Kleine Korrektur, bei mir steht 14,8, stimmt. Und 10,5 cm. Und dann auch Änderung muss ich hier aufschreiben, weil Rahmen nicht 20 mal 15 cm, sondern 13 mal 18 cm. Genau. Ja, das ist 20 mal 15. Ja, das ist verrückt. Das ist 20 mal 15. Ich habe noch gedacht, wieso gibt es nicht 20 mal 15 cm? Das war doch, ich erinnere mich, das ist 20 mal 15. Die messen immer, das ist bei Rahmen, das ist verrückt, die messen immer hier innen 13 mal 18. Das ist die Scheiben auf den Rahmen 13 mal 18 cm. Ich denke, das ist außen, aber das Innenrand 13 mal 18 cm. Dann ist alles richtig. Da muss ich nichts korrigieren. Hier, das, was die innen abgeschrieben und wenn man so abmisst, außen, das ist 20 mal 15 cm. Gut, ich war schon ein bisschen so, dachte, ah, ein Fehler und ein anderer Fehler, aber gar kein Fehler. Super, da freue ich mich sehr. Das ist nur um 1 Millimeter habe ich mich verrechnet. Aber sonst alles perfekt, da freue ich mich sehr. So, jetzt zeige ich das, wie das aussieht. So, erstmal mache ich Rahmen auf, dass ich das gleich vor euch putze, weil man muss den Rahmen putzen. Ich habe schnell geguckt, was da passiert. Weil die Verpackung natürlich, das ist neu, aber oft Glas, man muss den reinigen, weil es ist oft nicht so sauber, wie man denkt. Man denkt neu, aber es ist nicht so perfekt, wie sein sollte. So mache ich Rahmen auf. Dann nochmal Papier.
Ihr Glas. Das werde ich gleich vorreinigen. Riecht nach Holz. Das ist sehr schön, schöner Rahmen. Wirklich richtig toll gemacht. Hier schön lackiert, schon geschliffen. Super. Weil ich habe in meinem Shop, im letzten Shop, man kann auswählen entweder schwarzen Rahmen oder weißen Rahmen oder Holzrahmen. Und ich habe heute sehr spät reagiert, weil ich dachte, schwarzen Rahmen, weil meistens die Leute wählen schwarzen Rahmen. Und die Käuferin hat sich entschieden für Holzrahmen. Deswegen musste ich schnell kaufen gehen. So, das ist Glasreiniger. Und jetzt erstmal reinigen wir Glas. Dass das dann trocknet und dann kann ich Gemälde erstmal in Passepartout einrahmen. Nicht einrahmen, sondern, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Einrahmen in Passepartout oder in Passepartout gestalten. Oder gleich gucken. Das ja nicht. Ja, das ist noch nicht so perfekt. Wie gesagt, diese Rahmen muss man immer reinigen. Immer. Das ist immer irgendwie so eine geschmierte Stelle. Keine Ahnung, was das ist. Immer etwas da. Naja, das ist wie gesagt, ne? Das ist so. Die nehmen Glas, schneiden, tun einfach rein und da muss man alles selbst vorbereiten. Genau, das tue ich gleich hier. Von mir. Sehr schön. Rahmen wische ich auch immer ab, weil das ist oft so nach Holzsplitter. Vor allem dann auf Passepartout, wie man sieht schon. Deswegen muss man auch hier alles vorbereiten, vorreinigen. Weil hier immer Staub kommt, oder? Schön. Da kann ich schon Glas reinlegen. Am besten von unten halten, dass das nicht gleich zerbricht. Weil oft bei Rahmen man fällt runter und dann zack, Ecke abplatzt. Weil das ist echtes Glas. So. Dann zeige ich gleich. Das ist Passepartout. Doré, fertig Passepartout. Das heißt, dieser Passepartout heißt Doré. 13 x 18 cm, das ist außen, wie ich gezeigt habe, 1,4 mm dick und Bildmaß 9 x 13 cm, hellweiß. Ich habe da viele Passepartouts angeguckt, da waren beige und so Elefantfarbe, grau und ich habe weiß genommen, weil das eher passt zu dem Gemälde als andere. Deswegen, das suche ich immer aus. Ne? Das ist so, jetzt mache ich Passepartout auf. Ich zeige gleich, wie das alles funktioniert. So, das ist Passepartout. Und da kommt jetzt das Gemälde rein von hinten. Sehr dick, stabil, wunderschön. So, das tue ich wieder weg. Hier ist das Gemälde. Das ist Aquarellpapier. Das Gemälde habe ich schon bereits eingescannt und fotografiert. So gucke ich nochmal, dass es kein Staub ist. Da ist kein Staub, aber trotzdem. Das Gemälde lag jetzt 4 Jahre in meinem Mäppchen. So ein bisschen. 4 Jahre. Und gewartet. Auf ihr Sternenstunde. Und jetzt wird es eingerahmt. Sehr, sehr fein gemalt, wie man sieht. Sehr, sehr fein. Das ist mit Tusche, mit speziellen Feder, mit Pinsel, mit Feder. Habe ich gemalt vor 4 Jahren. Und unterschrieben mit ganz dünnen, so einer Gelkugelschreiber. Das ist ganz dünn, 0,1 mm. Das ist zum Beispiel sehr dick. Das ist so eine spezielle Kugelschreiber. So. Dann jetzt muss man ganz genau gucken, wo man das Gemälde platziert, dass das perfekt aussieht von allen Seiten. Am besten durch das Licht gucken, das mache ich öfter.
Aber manchmal, das muss nicht genau liegen so wie das aussieht. Manchmal platziert man so wie das nach Auge, wie das Schöne dann aussieht, dass das so alles stimmt. Und das mache ich als Malerin am besten nicht so wie mir das. Kleiner Moment, das sehe ich gleich. Mein Auge sagt mir, das ist jetzt perfekt. Das muss ich so lange hier schieben, anordnen. Ich brauche nicht das hier abmessen, da links, rechts. Das sagt mein Auge. Ich habe Lineal in meinen Augen. Und wenn man das anderes möchte, und das kann man, ich benutze spezielles Papier, dass man dann selbst rausrahmen kann und sagt, okay, mir passt nicht, dass das Gemälde so da liegt. Ich möchte gerne das höher oder mehr links oder mehr rechts. Das kann man dann entscheiden und kann auch Gemälde rausrahmen und so machen, wie man möchte. Das ist wie gesagt, jeder muss wissen, wie man das alles macht. So, das habe ich jetzt. So, ich lege das hin. Einen Moment. So perfekt ist das nicht, wie ich das möchte. So schief muss das auch nicht sein, ne? Und manchmal sitzt man so minutenlang. Stundenlang nicht, aber minutenlang. Ich denke, das reicht jetzt ein bisschen runter. So, jetzt wie ich gesagt habe, ich benutze spezielles Papier. Das ist ein Papier. Kleinen Moment, nicht verrutschen. Das muss so bleiben jetzt. Die kann man dann ganz leicht ablösen, um das Gemälde nicht zu beschädigen und nicht Passepartout zu beschädigen. Wenn man möchte, auch in anderen Rahmen dann einrahmen. Hier klebt man hinten. Und man klebt das nicht, weil das Papier lebt, kommt darauf an, wie man, was man für Wohnung hat, ob von einem Fenster, immer am besten so vertikal erstmal aufkleben. Nicht hier und hier, sondern erstmal in die Richtung zu so ziehen, in die Richtung und dann hier so. Das wurde mir so beigebracht. Und ich finde, das ist auch am besten. Alle Ecken. Das ist jetzt eingerahmt in Passepartout. Sieht wunderschön aus. Und hier muss man immer gucken, dass keine Stäubchen sind. Dass alles perfekt ist. Das ist alles perfekt. Wunderschön. Dann nimmt man Holzrahmen, guckt man nochmal. Und da sieht man schon, wie immer, es ist immer etwas dazwischen liegt. Immer. Es ist nie perfekt. Und wieder vom Holzrahmen etwas abfällt oder noch was. Muss man immer. Manchmal beginnt man dann rausrahmen. Deswegen, bevor man zumacht, muss man erstmal das Gemälde reinlegen. Erstmal nicht zumachen. Erstmal umdrehen und gucken, ob alles perfekt ist. Und da sieht man, jetzt von außen. Nein, das ist nicht von außen, das geht wieder los. Ja, das ist von außen. Ja, ist von außen. Von außen. Nein. Mama mia, Mama mia. Und so sitzt man. Manchmal sehr lange. Das klebt da.
deswegen so viel Licht immer. Hier Licht, da Licht. Ihr seht das nicht, aber hier ist unglaublich viel Licht. Das ist Kamera leider bei Live-Übertragungen bei YouTube. Ich weiß nicht, warum das ist so dunkel ist. Das ist zum Beispiel, wenn ich bei TikTok oder bei woanders live gehe, das ist sehr hell. So wie hier sehr hell. Naja, sehr hell. Und bei YouTube machen die extra dunkler, deswegen. Es ist leider sieht man nicht, dass das hier so schön hell ist. Was ist da los? Kleiner Moment. Da klebt etwas. Ich verstehe jetzt nicht, was da klebt. Das wird so lange gemacht, dass ich zufrieden werde. Dass das perfekt ist, dann kann ich schlafen gehen. Weil ich möchte, dass es perfekt ist. Das ist kein Fleckchen, kein nix, nix darf da sein. Deswegen, Leute, wenn ihr denkt, das Einrahmen ist leicht, das ist überhaupt nicht leicht. Das ist echt heftig. Wenn man in einem Rahmungsservice arbeitet und denkt, oh, das kostet so viel Geld anzurahmen, das ist nicht umsonst so viel Geld kostet, weil, wie man sieht, das ist so leicht ist das nicht, ne? Was ist das hier? So, sind bestimmt. Ich sehe nicht, was das ist denn. Das ist unglaublich. Das war noch nie. Und wo kommt das? Was ist das? Ich habe gerade gewischt und trotzdem kommt komische Holzsplitter da dazwischen von diesem Rahmen. Wir sind sie weg. Mal gucken. Nochmal. So, jetzt sind die weg. Jetzt kommt woanders. Das ist unglaublich. Das ist genau so. Sitzt man manchmal echt stundenlang. Schon nicht minutenlang, stundenlang. Man sitzt und jede so. Mama mia, Mama mia. Muss ja alles perfekt und dann lege ich rein und dann kommen komische so eine, was ist das überhaupt? Das ist von Rahmen kommt, von diesem Glasrahmen. Jetzt. Perfekt. Da freue ich mich, na endlich. So, am besten auch hier Holzrahmen von Seiten auch immer alles abpusten, abwischen, weil diese Stöbchen, wenn die drunter kommen, dann. So, das lege ich auch gleich rein, weil das weiß man, was das für Rahmen ist. Weil das ist keine hier Pfenniglandrahmen oder sowas. Manche in Pfennigland 1 € kaufen Rahmen und verkaufen und so weiter. Nee, bei mir gibt es sowas nicht. Bei mir so eine billigen Rahmen gibt es nicht in meinem Shop für 1 € oder sowas. Diesen Rahmen hat gekostet so 12 €, so ein Rahmen. Passepartout zusätzlich 14 € so einen Rahmen, 14 €. Das ist viel Geld für Rahmen, aber es ist schön. Und die Sammlerin wollte, das sind Holzrahmen und jetzt sieht man, wie schick das ist. Wunderschön. Guck mal. Hier in Passepartout eingerahmt. Hier hinten kann man aufhängen und man kann rausrahmen.
Man kann entweder aufstellen oder wunderschön. Und Holzrahmen ist super bearbeitet. So richtig schön, wie ich gesagt habe, so geschliffen und noch lackiert. Super, super Verarbeitung. Das ist noch zu wenig Geld für so einen Rahmen. Deswegen. So. Bild ist fertig. Danach Echtheitszertifikat liegt vor mir. Jetzt nehme ich ein anderes Smartphone. Jetzt wird geschrieben, unterschrieben. Das Gemälde werde ich noch verpacken in so ein säurefreies Papier. Kleinen Moment. So, dann schreibe ich auf, mache meine Informationen auf und da steht morgen verschicken. Ich verschicke morgen, heute schaffe ich nicht mehr, aber ich bereite schon alles vor. So, das Gemälde, dann schreibe ich auf. Das Gemälde heißt Insekt. Da kommen auch noch Informationen auf Deutsch und ich mache noch auf Englisch Echtheitszertifikat von mir, nicht von Etsy Shop, sondern von mir. Das heißt Insekt. So, jetzt geht's los. Schlafwelle gemacht. Insekt habe ich auf Deutsch geschrieben. Insekt schreibt man mit C, nicht mit K, von vorne. Insekt. Schick. Name Maria Marachowska. Location and year created. Location Berlin. Ich male meine Gemälde in Berlin und das Gemälde ist auch nach Berlin verkauft. Location created 2020, vor 4 Jahren habe ich das gemalt. Medium Material, Stack. So, gucken wir. Hier steht genau, was das ist. Das ist Gouache. Steht Tusche, Ink. Aquarellpapier Guardi Artistico Aquarello. Das ist spezielles Papier, das ist nicht irgendwie Papier, das ist so ein wunderschönes Papier. Aquarell Paper Guardi Artistico. Ich verwende viele verschiedene Papiere. Ich probiere immer aus. Die sind alle sehr verschieden, schön. Und das ist 250 Gramm. So ein dickeres Papier, schönes Papier. Und wunderschön sieht das mit Passepartout so harmoniert zusammen. Wunderschön, die Farben. Verschiedene Farben, aber wunderschön. So eine, schön einfach. Das muss man schauen und genießen. So, Dimension, größer. Dimension Rahmengröße, das ist 20 x 15 cm Rahmen, so wie es stand. Und Gemälde ist 14,8 und da habe ich aufgeschrieben, das ist nicht 10,6, sondern 10,5 Korrektur. Original plus wooden Frame und Passepartout plus Passepartout. So, Artist Unterschrift. Date signed. Hier. Berlin 2020, Gouache Ink, Aquarellpapier, Guardi Artistico Aquarell 2020. Und das war Wooden Frame, Passepartout, und dann alles richtig. Hier, so sieht das aus, Echtheitszertifikat, das kommt dazu und hier steht noch mein Homepage und meine E-Mail-Adresse, dass man dann mich kontaktieren kann und alle meine anderen Sachen sehen. So, das ist jetzt, liegt von mir. So. Dann, wie ich gesagt habe, das ist jetzt ausgedruckt aus meinem Shop, Etsy Shop, diese Papiere.
die kommen auch dazu. Das packe ich. Ich falte das noch nicht. Vielleicht kommt das so ganz. So, und dann kommt jetzt spezielles Papier. Das ist. So, ich tue das alles weg hier. Wie ich gezeigt habe, das ist jedes Gemälde. Achso, ich wollte unbedingt Foto machen. Genau, das mache ich auch jetzt. Jetzt fotografiere ich das auch, dass man sieht, wie schön das ist. Das kann ich dann teilen. Wie gesagt, das ist immer so Holzstaub und das ist immer so. Man möchte, wenn nicht. Es spiegelt. Dass man sieht, wie groß das ist. So viel fotografiere ich alle meine Gemälde. Mit mehreren Smartphones, mit anderen Kameras. Mache alles alleine. Dann nochmal von hinten, von vorne, dass ich auch weiß, wie der Rahmen war. Da. Schön. So, dann kommt. Das habe ich präpariert. Dann kommt spezielles Papier, wie ich schon gezeigt habe. Bei mir wird alles verpackt wie in einer Galerie. Ich bin auch eine Galerie. Die machen nichts anderes. Ich habe mit Galerien gearbeitet, viele Ausstellungen in Galerien gehabt, in Museen. Und das passiert ungefähr genauso wie jetzt. Und jede Gemälde verpacke ich so, wie jetzt, wie ihr seht im Video, immer. Auch Glasgemälde oder Rahmen. Die anderen Sachen natürlich, es gibt in meinem Shop dann auch Postkarten und so weiter. Auch die anderen Sachen, die nicht von mir kommen, sondern ich arbeite auch mit anderen Firmen. Und die verpacken dann so, wie die verpacken, deswegen, das wird er dann sehen. Das ist immer verschieden. Aber wenn man bei mir bestellt, so Originalgemälde, alle Originalgemälde werden so verpackt. Mit Handschuhen, mit Echtheitszertifikat und alles ordentlich. Das sind Kunstwerke und keine. So, ist das ein spezielles Papier, wie ich gesagt habe. Ja. Und an den Seiten. Danach, das habe ich schon präpariert, vorbereitet. Noppenfolie. Kommt jetzt in Noppenfolie. Und dann lege ich dazu Echtheitszertifikat. Und jetzt nochmal.
So. Das Gemälde jetzt verpackt mit Echtheitszertifikat. Dann noch. So, das darf ich nicht vergessen. Die Papiere zusätzlich kommen in Shop, in Verpackung. Und dann kommt Verpackung. Die sieht so aus. Ich habe verschiedene Verpackungen. Das ist jetzt Verpackung. Das Gemälde. So, das sieht jetzt aus, gefaltet. Sieht man mich? Hier lege ich rein. Deswegen wollte ich nicht falten, ich muss jetzt erstmal falten, dann haben wir das eine Faltung. So, kleinen Moment. Habe schon ein kleines Geschenk gefunden. Eine Postkarte. Das schreibe ich jetzt. Das ist das Gemälde von mir. Ja. So ein weißer Fleckchen manchmal. Aber sonst ist es perfekt. So, dann schreibe ich thank you very, nicht thank you very much. Das Gemälde geht nach Berlin. Deswegen vielen Dank. Heute ist 19.04.2024. Berlin. So, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Das ist mein kleines Geschenk. So, dann denken wir nach. Auf jeden Fall, das werde ich jetzt in so einer, ich zeige gleich, was ich jetzt mache. Hier kommt jetzt die Verpackung. Eine Ecke, zweite Ecke, dritte Ecke, vierte Ecke. Deswegen. So viele Kartons bei mir. In diesen Kartons immer liegen verschiedene Materialien. Das sind die Ecken, weil das ist Glasfarben. Das muss man in so einer. So, dann kommt, wie gesagt, Geschenk. Das kommt runter. Und dann mache ich diesen Rahmen. In so einer. Weil sonst das wird wackeln. So, das will man nicht. Wenn ich zumache, das ist. Das wackelt. Und deswegen macht man Ecken. Das ist auch Glas, weil das ist echtes Glas. Dann bleibt das ganz. Das sind spezielle Ecken. Die kann man auch zerreißen, das ist kein Problem. Das geht nur um Versand. So, dass das Ganze ankommt und nicht wackelt dort in Verpackung. Alles ordentlich. Manchmal tue ich rein, manchmal nicht, kommt drauf an, was für Gemälde. Und bei diesem Gemälde, bei Glasgemälden natürlich ich immer. Bei Holzrahmen, bei so einer Leinwandgemälden braucht man nicht. Aber bei Glasrahmen muss man machen. Falls das doch etwas, man weiß nicht, wie die das fahren und wie die das schmeißen. Und weil man manchmal sieht diese ganzen Sendungen, was sie mit Paketen machen, dass man da Angst bekommt. Fußball spielen und so weiter. Das möchten wir nicht. Und wenn sie Fußball spielen, dass wir abgesichert sind. Ne? Gute Ecke. Richtig schöne, gute Ecken. Man kann sie natürlich nochmal. Das mache ich auch. Nicht, dass sie dann wackeln dort und die Verpackung. Dann nimmt man so ein Aufkleber. Dafür, das hält besser dann. Und dieser Teaser, das ist immer so eine Geschichte damit. Es gibt keinen perfekten Teaser. Die sind immer irgendwie immer
nicht so perfekt sein sollte. Vielleicht liegt das an Temperatur. Vielleicht. So macht man das. So. 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 Das ist klebt da. Mama mia, Mama mia. Okay. So ungefähr wird das alles verpackt. So, da kann man jetzt damit Fußball spielen. Nein, besser nicht. So, das Gemälde. Sehr stabil, verpackt, und wenn auch etwas draufklatscht oder sowas, ist es abgesichert, weil hier Abstand zwischen Gemälde und von beiden Seiten. Und dann kommt das jetzt hier in dieser Verpackung. Hier. So, jetzt kommt Check. Gemälde eingepackt, Geschenk eingepackt, Informationen eingepackt. So, perfekt. Jetzt mache ich zu. Ich muss sogar vorne hinten. Und so. Und jetzt, hier kann man noch zumachen. Ich zeige, ich mache noch ein Foto, wie ich das eingepackt habe. Muss ich vielleicht zwischendurch teilen, dass man weiß, wie ordentlich das alles ist. Das teile ich zwischendurch, dass die Leute wissen. Weil viele haben auch Angst, Rahmen zu bestellen, Glasrahmen oder sowas zu bestellen, dass das nicht ankommt oder kaputt ankommt und dann weiß man nicht, was man machen soll. Das verstehe ich. Bei mir, wie ich zeige, ist immer so verpackt, dass das nicht passieren sollte. So, und hier jetzt klebe ich alles zu. Das mache ich auch. Das muss man das nicht angucken, weil ich muss das irgendwie anders machen. Und so. Und dann klebe ich Zettel. Und das wird jetzt abgeschickt. Heute nicht. Morgen. Ich kann natürlich heute abschicken. Aber nein, ich schicke morgen eher. Oder heute. Na, mal gucken. Mal gucken, wie ich das jetzt so, wie das jetzt alles passiert. So, das ist jetzt die Meldung. Vielen Dank für die Bestellung, wer bestellt hat. Ich freue mich sehr und erwarte neue Bestellungen in meinem Shop. Ich habe jetzt super Angebot. Und Shop ist oben Etsy Shop und da sind verschiedene Gemälde, Glasgemälde, das war Gemälde, das ist Aquarelle gewesen und mit Holzrahmen und mit Glas, mit Passepartout. Gestern war, heute habe ich abgeschickt Gemälde, Glasgemälde nach Amerika, nach Virginia. Das ist so eine kleine Gemälde, habe ich auch in anderen Videos gezeigt. Dann gibt es Leinwandgemälde und verschiedene Sachen. Es gibt Schmuck, viel Schmuck und was gibt es, Schlüsselanhänger. Und dann arbeite ich mit Firmen, mit Firma, die reproduziert meine Postkarten und T-Shirts und Schuhe habe ich auch, da kann man auch Schuhe angucken mit meinen Motiven. Das macht dann Firma, wenn sie bestellen. Da sind auch Versandkosten und alles. Das macht Firma. Da wird er auch sehen, dass das anders aussieht als bei mir. Und das ist eine gute Firma, die machen auch alles super. Ich bin sehr zufrieden, ich habe auch vieles schon bestellt. Postkarten und T-Shirts und naja, vieles und Leggings. Und ich bin sehr zufrieden, super Qualität, super ordentlich, auch wie die das machen, ich bin sehr begeistert. Deswegen, und wenn was ist, schreibt mich an, da gibt es auch E-Mail-Adresse, fragt mich und ich antworte auch innerhalb von 24 Stunden, antworte ich auf jede E-Mail und schreibt mir entweder auf Englisch oder auf Deutsch oder egal welche Sprache, ich kann dann auch übersetzen lassen und so, deswegen. So.
Bleibt gesund, alles Gute. Heute habe ich auf Deutsch gesprochen, gestern auf Englisch und manchmal spreche ich auf Russisch. Ihr kriegt das alles schon mit. So, ciao, alles Gute.